shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch am Start, und zwar die vierte Folge von, ja, eigenes geglitschtes Outfit erstellen, so meine Kreation, die ich euch vorstellen möchte. Ich nenne es einfach auch mal OF. Viele Leute wissen es bereits schon, und es ist jetzt die vierte Folge. Die letzten drei sind ja extrem gut angekommen. Da dachte ich mir einfach, ich zeige euch jetzt eine neue Folge davon und hoffe natürlich, dass es euch genauso gut gefällt wie die letzten drei. So, ihr könnt ja schon mal das Outfit sehen, was ich euch vorstellen möchte. Bei euch wird es wahrscheinlich farblich ein bisschen anders aussehen, weil das liegt daran, weil die Hose zum Beispiel, die kann man so nicht mehr bekommen. Egal, ich zeige euch, wie das geht, und nach dem Intro geht's weiter. Ne? Alles klar, bis gleich. So, als allererstes geht ihr in einen Klamottenladen und sucht euch irgendeine passende Hose aus. Also ich würde einfach so eine Kampfhose oder so eine Einsatzhose euch empfehlen. Ich behalte zwar jetzt die orangene, weil die ist aus dem Gegnermodus Sumo. Die habe ich da rausgeklitscht, das funktioniert jetzt leider nicht mehr. Deswegen müsst ihr euch halt eine andere raussuchen. Ich behalte jetzt einfach mal die orangene, aber wie ihr schon gesehen habt, müsst ihr halt euch irgendeine passende Hose raussuchen. Danach müsst ihr einfach schauen, dass euer kompletter Oberkörper frei ist, indem ihr einfach gar kein T-Shirt anzieht. Und falls ihr noch irgendwelchen Fallschirmzeug oder Ketten oder sowas anhabt, dann müsst ihr das auch alles ablegen, damit der Oberkörper komplett frei ist. Sobald ihr jetzt den komplett nackten Oberkörper habt, also keine Ketten, Handschuhe oder T-Shirt, dann geht ihr auf euer Interaktionsmenü unter Stil, Accessoires, geht's runter auf die Handschuhe, drückt einmal nach rechts, geht hoch auf die Ketten, drückt auch einmal nach rechts, dann verschwinden eure Handschuhe. Geht rund auf Handschuhe, drückt noch einmal rechts und dann seht ihr, dass ihr plötzlich ein T-Shirt anhabt. Dann geht ihr wieder hoch auf Ketten und drückt so lange die Ketten weiter, bis ihr dann die Sturmhauben-Platin-Kette habt. Und danach ändert ihr eure Handschuhe und bams, unsichtbarer Körper. Wenn ihr das dann habt, dann geht ihr wieder in euer Interaktionsmenü rein, geht auf Stil, geht auf Accessoires, scrollt nach unten auf Masken und scrollt dann so lang nach links oder nach rechts, je nachdem, bis dann irgendwann mal die Gesichtstücher kommen. Da sucht ihr euch irgendwelche aus. Das kann natürlich, wenn ihr viele Masken habt, dann kann es natürlich unter Umständen eine Weile lang dauern. Wenn ihr dann das passende Gesichtstuch, das ihr für den Glitch verwenden möchtet, gefunden habt, dann wählt dieses aus und speichert dieses Outfit einfach mal ab. Um jetzt die blöde Mütze wegzubekommen, müsst ihr einfach Start drücken, Online, Jobs spielen, von Rockstars erstellt, und wählt irgendeine Kontaktmission aus. Also ich nehme jetzt einfach einen Job für einen Titan, da funktioniert das natürlich wunderbar und die Mission ist natürlich auch ganz oben, müsst ihr nicht ewig lang suchen. Aber es spielt auch keine Rolle, welche Mission ihr dann nehmt. Die Mission müsst ihr dann einfach ganz normal wie gewohnt starten. Und wenn ihr dann gespawnt seid, könnt ihr jetzt nicht mehr an die Kasse gehen, um euer Outfit zu speichern. Das funktioniert einfach jetzt nicht mehr, das haben sie gepatcht, ist ein bisschen scheiße, deswegen müsst ihr das Ganze in einem, ja, Waffenladen machen. Dazu drückt ihr einfach mal Start, zum gucken, wo der nächste Waffenladen ist. Und da wurde ja auch schon einer angezeigt und dort müsst ihr einfach jetzt mal reingehen und das Outfit, was ihr jetzt gerade anhabt, einfach dort mal speichern. Wenn ihr das dann dort gespeichert habt, dann einfach über das Handy die Mission verlassen und ihr landet wieder im freien Modus. Wenn ihr dort dann wieder angekommen seid, öffnet ihr wieder euer Interaktionsmenü, wählt euer eben gespeichertes Outfit aus und geht dann wieder hoch auf Accessoires und geht dann auf Hut und wählt euch dann irgendwelche Ohrenschützer aus, die ihr für dieses Outfit natürlich haben möchtet. Und wenn ihr dann den richtigen Ohrenschützer ausgewählt habt, dann braucht ihr jetzt noch ein Motorrad. Das kann natürlich euer eigenes Motorrad sein oder ihr sucht, so wie ich jetzt in meinem Fall, irgendein Motorrad von der Straße. Wenn ihr dann endlich auf einem Motorrad seid, und euer Charakter zieht den Helm nicht automatisch an, dann müsst ihr einfach über das Interaktionsmenü Stil Motorradhelm anzeigen einstellen. Weil es ist ganz wichtig für den Glitch, dass er den Motorradhelm anhat. Wenn ihr dann auf einen habt, seht ihr automatisch, dass er den Helm anzieht, und den brauchen wir für den Glitch. Und jetzt kommt es ein bisschen auf Timing drauf an, also ihr habt nicht so viel Zeit und ihr könnt es davor nicht im Interaktionsmenü alles so einstellen, weil wenn ihr dann auf Outfits geht und vom Motorrad absteigen möchtet, kommt die Meldung, ob ihr das Outfit löschen möchtet, und das wollen wir ja nicht. Und deswegen kommt es jetzt ein bisschen auf Geschwindigkeit an. Aber ich erkläre euch das ganz langsam und ihr müsst es halt nur schnell durchführen. Und zwar, ihr steigt vom Motorrad ab, geht sofort in euer Interaktionsmenü rein, geht auf Stil und wählt das eben gespeicherte Outfit aus. Und in dem Moment, wo ihr den Helm abzieht, drückt ihr X auf das eben gespeicherte Outfit und dann habt ihr den Ohrenschützer mit dem Gesichtstuch.
Und jetzt würde ich euch empfehlen, nicht in ein Auto einzusteigen oder auf das Motorrad wieder zurück, sondern zu Fuß in ein Klamottengeschäft oder in euer Apartment, um dieses Outfit jetzt zu speichern. Weil es kann sein, dass wenn ihr in ein Auto einsteigt, dass ihr diesen Schritt nochmal machen müsst, weil dann entweder das Gesichtstuch oder die Ohrenschützer weg sind. Wenn ihr das dann sicherheitshalber schon gespeichert habt, dann müsst ihr jetzt noch einen passenden Schal dazu anziehen. Und dafür geht ihr wieder in euer Interaktionsmenü, geht auf Stil, Accessoires, geht's rund auf Tücher und sucht euch irgendeinen passenden Schal aus, auf den ihr halt Bock habt, der halt zu eurem Outfit passt. Ich habe jetzt einmal den hellbraunen Wüstenschal genommen und wenn ich den dann ausgewählt habe, müsst ihr auch dieses Outfit wieder speichern. Und jetzt kommt meiner Meinung nach das Beste oder das Interessanteste an dem ganzen Glitch, und zwar ihr braucht irgendein gespeichertes Outfit mit einem Nachtsichtgerät. Das Nachtsichtgerät findet ihr unter Stil, Accessoires und dann ganz oben auf Ausrüstung und da könnt ihr mal durchklicken und irgendwann kommt das Nachtsichtgerät. Also ihr braucht irgendein Outfit, also ein gespeichertes Outfit mit diesem Nachtsichtgerät. Wenn ihr keins habt, dann müsst ihr einfach mal kurz eins abspeichern, irgendein gespeichertes oder vorhandenes Outfit von euch mit dem Nachtsichtgerät und das müsst ihr dann abspeichern. Ich habe das in meinem Fall schon gemacht oder ich hatte ja davor schon eins und deswegen kann ich das einfach auswählen. Aber ihr braucht halt noch irgendeins. Ihr könnt auch irgendein normales Outfit nehmen, das Nachtsichtgerät drauf machen, das dann abspeichern. Und wenn ihr jetzt ein Outfit mit dem Nachtsichtgerät gespeichert habt, müsst ihr einfach nur an die Theke gehen, geht auf Outfits mit X und geht auf das Outfit mit dem Nachtsichtgerät und drückt jetzt einmal X. Jetzt fährt ihr einfach nur nach oben und ihr seht, dass fast alle Outfits schon dieses Nachtsichtgerät automatisch drauf haben. Dann geht ihr auf das eben gespeicherte Outfit, also in dem Fall OF4, drückt dann auch X, dann habt ihr das. Eigentlich super easy, das könnt ihr eigentlich auf jedes Outfit drauf speichern oder drauf machen. Und wenn ihr es dann drauf habt, dann geht ihr wieder an die Theke und speichert jetzt genau dieses Outfit ab. So, und zu guter Letzt hauen wir die Raubüberfalltasche noch auf dieses Outfit drauf. Für die Leute, die noch kein Outfit gespeichert haben mit einer Raubüberfalltasche, ich hau den Link zu dem Glitch mal unten in die Videobeschreibung rein. Könnt ihr es einmal anschauen. Die meisten haben inzwischen keine Probleme mehr. Das klappt beim ersten Mal, wie ich jetzt gehört habe. Aber ihr braucht halt ein gespeichertes Outfit mit der Raubüberfalltasche. So, dann wählt ihr das Outfit aus mit der Raubüberfalltasche. In meinem Fall war das Sumo. Und jetzt braucht ihr noch einen Helikopter oder ein Flugzeug. Ich habe mich jetzt mal als CEO registrieren lassen, habe einen Bastard neben mir spawnen lassen, dann geht es super schnell. Aber ihr könnt auch Merryweather anrufen und euch einen Helikopter anfordern lassen und es auch probieren. Oder ihr fährt zum Helipad, also das ist eigentlich alles kein Thema. So, jetzt fliegt ihr einfach mit dem Helikopter nach oben, sodass ihr genug Zeit habt, um in der Luft das Interaktionsmenü zu öffnen. Springt aus dem Helikopter raus, drückt X, damit ihr den Fallschirm öffnet. Geht dann in euer Interaktionsmenü rein, geht auf das eben gespeicherte Outfit, also in dem Fall das OF4, und hält es so lange ja offen, bis ihr kurz vor der Landung seid. Und in dem Moment, wo ihr landet und euer Charakter den Fallschirm abwirft, genau jetzt drückt ihr X und bams, ihr wechselt euer Outfit und habt automatisch die Raubüberfalltasche. Super einfach das Ganze. Jetzt müsst ihr einfach nur noch kurz die Cops loswerden, damit da nichts passiert. Und dann könnt ihr sofort wieder in das Bekleidungsgeschäft reingehen und dort das Outfit abspeichern. Ja, das war's auf jeden Fall mit dem Glitch. Ich hoffe natürlich, dass euch auch diese Kreation gefallen hat. Wenn es so ist, dann lasst mir das auch einfach mal wissen, indem ihr einfach mal den Like-Button betätigt. Schreibt was Nettes in die Kommentare. Und falls ihr irgendwann an irgendeinem Schritt Probleme habt, das zu machen, dann könnt ihr das natürlich auch reinschreiben. Und dann kann ich euch helfen. Ja, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Und ich verabschiede mich mal von euch und ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Also Jungs, haut rein, macht's gut und ein schönes Wochenende noch.